Hallo, ich begrüße dich und ich freue mich, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst, mein Video anzuschauen. Heute am 23. Mai 2019 mit einem Video. Also ich mache heute für dich hier die Kipperkartenlegung und wie du hörst, bisschen an meine Stimme. Ich habe eine raue Stimme. Ich habe 2 Tage eine Ganztagesausbildung gehabt im Reiki, Reiki 1, natürlich auch viel gesprochen, viel geredet. Deswegen meine Stimme noch ein bisschen, also ein bisschen rau noch und es braucht so ein bisschen, bis ich jetzt tagsüber, dass die Stimme sich wieder einläuft. Deswegen, naja, gut. Heute muss ich das jetzt in Kauf nehmen, so ein bisschen, aber ich bin nicht erkältet oder so, damit du das vorab schon mal weißt. So, ich bitte dich, dass du erstmal deine Augen schließt und voll und ganz in deine Energie der Kristallschale dich begibst. Schließe deine Augen und konzentriere dich auf deine eigene Situation, auf dein eigenes Prozess auch, auf die Verbindung zu deinem Seelenpartner oder zu deinem Wunschpartner und ja, natürlich auch auf deine Frage. Ich hoffe, du konntest wunderbar entspannen und bist du jetzt bereit für die Legung. Also ich beginne mit dem Mischen der Karte. Da holst du schon raus. So, natürlich geht es jetzt hier in erster Linie in die Liebe um dich. Es geht auch darum, dass du dich sehnst, dass du irgendwo zu deinem Gegenüber vielleicht hinfährst, dass du dich mit deinem Gegenüber triffst. Das wäre für dich ein Geschenk, weil du dich im Moment also ziemlich runtergezogen fühlst, ja? Und du wünschst dir hier, dass das alles wieder in Gleichgewicht kommt, in Balance kommt. Das wäre jetzt in dem Fall dein Wunsch. So, es geht hier um Nachrichten. Und also wenn die Engel mir wirklich zeigen, dann kann ich jetzt auch hier die Karten auslegen. Ja, ihr steht natürlich hier beide Kopf, also soweit ich das hier sehen kann. Auch dein Seelenpartner steht Kopf und natürlich auch du stehst hier Kopf. Soweit ich das hier in dieser Legung sehen kann. Also. Du hast Angst, dass diese Liebe, diese Verliebtheit, diese
oder auch diese Verbindung oder diese Affäre, was du auch mit deinem Gegenüber hast, oder ja, so eine schöne Liebe, also keine Heirat, sondern so, oder vielleicht auch ein Stück weit eine verbotene Liebe oder heimliche Liebe, oder vielleicht ist das wirklich eine Affäre, dass das im Verlust geht. Da hast du also große Ängste soweit und du wünschst dir auch dieses Zusammenkommen. Du wünschst dir ja, dass ihr euch trifft, dass diese Nähe auch stattfindet, dass diese Erfüllung da ist. Und das wäre für dich wie ein Geschenk und dein Gegenüber ist für dich wie, du bist gefangen. Du bist regelrecht gefangen von diesen Gefühlen, von diesen Emotionen, was du auch für deinen Gegenüber empfindest. Und du machst dir Gedanken, dass das im Verlust geht. Und also, soweit ich das sehen kann, ja, also er ist auch so in dich verliebt eventuell und der hat auch diese Liebesgefühle für dich. Und es geht etwas hier im Verlust. Also vielleicht geht ihr in eine neue Stufe. Also diese neue Stufe könnte dann so aussehen, dass ihr eventuell aus dieser leichten Beziehung in eine festere Beziehung geht, weil hier steht auch die Ehestandskarte. Also darüber wirst du also sehr viele Gedanken machen jetzt in die nächste Zeit und es kommt auch unverhofft eine Veränderung definitiv auf dich zu. Also wo du auch vielleicht nicht mit rechnest, was sich auch für dich wie ein Geschenk anfühlt. Also da kommt schon definitiv eine Veränderung auf dich zu. Du transformierst dich jetzt gerade und ist auch kein Wunder, wir haben auch wieder zwei Portaltage. Also der heutige Portaltag ist auch erstmal in der Energie der Vertrauen, dass du wirklich in deinem Herz vertraust, also in dieses vertrauensvolle Gefühl gehst, dass alles zu deinem allerhöchsten Wohl auch geschieht. Also dieser Prozess zu deinem Wohl geschieht. Und wenn du bereit bist, wirklich in diesen vollkommenen Vertrauen, in diese göttliche Führung zu gehen und dich hinzugeben, dann wirst du auch fühlen, dass du auch geliebt wirst, dass du einfach, dass es alles so seinen Sinn und Zweck hat und dass du jetzt in dieser Inkarnation auch erkennen wirst, dass alles wirklich zum rechten Zeit geschieht, dass es auch jetzt, wenn das jetzt geschehen würde, dass es vielleicht noch nicht perfekt wäre für dich wegen deinen äußeren Umständen oder warum auch immer. Und deine feinstoffliche Helfer wie Engel oder aufgestiegene Meister oder Geistführer sind auch da an deiner Seite und die wissen schon, wann genau richtig ist, also dass der Seelenpartner jetzt in dein Leben kommt. Und lass dich auch nicht beeinflussen, auch wenn in dir so eine Skepsis aufsteigt, vertraue darauf und lass dich einfach leiten, vertraue darauf und gebe dich der göttliche Führung hin und hab keine Sorgen, auch keine Zweifel. Und morgen geht es weiter. Morgen ist es wichtig, dass du die Verantwortung übernimmst. Wisse, dass es so wirklich wundervoll ist, die vollkommene Verantwortung für all dein Denken und Tun zu übernehmen. Also es ist wichtig, dass du dadurch immer die Macht auch erkennst, die jetzt bei dir ist, in deinen Händen ist, ja? Wenn du deine Verantwortung selber für dich übernimmst. Die Spiegelungen nämlich im Außen, das sind Projektionen, die in deinem Inneren stattfinden. Und es ist wirklich weise, auch die Verantwortung zu übernehmen und das wirklich auch zu erkennen, ja, dass du auch für dein Verhalten, also die Spiegelung in deinem Leben übernimmst und dass du da auch keine
Schuld auf dein Gegenüber überträgst, dass du nicht im Außen nach dem Schuldigen suchst, sondern sagst, okay, wenn der noch nicht in mein Leben ist, dann übernehme ich die Verantwortung, da habe ich noch ein Thema, dann schaue ich noch hin und wandle das zum höchsten Wohler aller um. Also natürlich ist das, dass du das nicht im Außen suchst, sondern auch erkennst, okay, da habe ich noch eine Blockade, da muss ich noch an mir arbeiten. Und du bist ja richtig am Transformieren. Und es kommen auch unverhofft, kommt auch etwas Gutes von deinem Gegenüber. Und zwar, also entweder eine Einladung für einen Neuanfang, einen Brief oder halt irgendwie tut sich was in der Liebe, positiv. Bei deinem Gegenüber, momentan fühlt er sich auch noch ein Stück gefangen, also im Moment. Also du musst halt diese Blockaden lösen, damit auch deinem Gegenüber besser geht. Also ich sehe bei ihm hier ganz viel Kummer, ganz viel Sorgen. Er wünscht sich diese Veränderung und also er ist halt ein guter, ein gutherziger Mensch und vielleicht seid ihr auch räumlich voneinander getrennt. Und also er arbeitet auch daran wirklich an seine Sehnsucht, an seinen tiefen Gefühlen, dass er das auch im Gleichgewicht bringt, ja. Und also diese feste Anker, dass es in der Festigkeit auch bringt, ja. So, was jetzt gerade unmittelbar bei dir jetzt auch los ist, also hab das Gefühl, dass es dir nicht so gut geht und dass du dir wünschst, dass alles im Gleichgewicht kommt. Also ich sehe hier eventuell eine falsche Frau oder hast du Befürchtungen, dass da noch jemand da ist, also eine falsche Person. Die falsche Person kann jetzt in dem Fall eine Frau sein, natürlich kann auch in dem Fall nicht nur eine Frau, sondern auch vielleicht auch ein Familienmitglied sein, was jetzt so ein bisschen blockiert, dass das hier mit euch weitergeht. Also kann das der Grund sein. Und das stimmt dich allgemein wirklich traurig, dass es in der Öffentlichkeit also nicht in diese feste Partnerschaft geht und du stehst wirklich in der Erwartung auch hier ein Stück weit, ja. Und die Erwartungskarte steht aber auch allerdings wieder so für einen Zeitraum. Also da steht hier, im Grunde steht das ja für, drei Monate so in etwa, so jetzt in den Sommermonaten, wir haben jetzt Ende Mai, Juni, Juli, August, ja so im August kommt eine große Wende hier, was für dich auch wirklich Gewinn bringen wird. So, was sind deine Befürchtungen jetzt, was jetzt so ist, gerade was jetzt in deinem Kopf ist, also die Befürchtungen ist, dass etwas hier im Verlust gehen könnte, da machst du dir auch wirklich zu viele Gedanken, also soweit, und möchtest hier, dass alles wieder so ist, vielleicht wie früher, dass es alles wieder in Gleichgewicht kommt, soweit bei dir, und ja, du bist auch positiv ausgerichtet, hast auch positive Gefühle, und ja, im häuslichen Bereich, also du wünschst dir diese Stabilität, und diese Stabilität, also in deinen Gefühlen, diese Ängste, dass die weggehen, wird besser innerhalb 4 Wochen, dass es dir allgemein besser geht, was das anbelangt, dass du dir nicht so viele Gedanken machst. Allerdings, so ein bisschen schwingt das hier noch mit, dass Ängste noch da sind, dass etwas im Verlust geht, Verzeihung. Und das, also wie es war, das war ja das Schloss und hier das kleine Häuschen, dass es halt nicht mehr so intensiv auch ist, denkst du dir auch, dass es nicht so ganz intensiv ist mit dir. Also generell machst du dir viel zu viele Gedanken. Also dein Gegenüber transformiert auch, also diese Transformation, was er durchlebt hat allgemein mit den Gedanken, von einer Partnerschaft auch zu tun, möchte das auch wieder ins Gleichgewicht bringen und aus seinem Gefängnis möchte dadurch rauskommen, weil momentan ist er auch ziemlich in einem Gedankenkarussell.
So, und bei dir, du fühlst dich auch also richtig gefangen und machst dir zu viel Gedanken, also wirklich aus diesem Gedankenkarussell. Wie kannst du da rauskommen, indem du mehr in Ruhe und Gelassenheit gehst? Natürlich gibt es da auch immer wieder tolle Methode. Also ich biete hier auch einiges an. Mit Reiki, natürlich mit Klangschalen, also wo du wirklich abschalten kannst, mit Hypnose, wo du auch wirklich runterfahren kannst, also in diesen Entspannung gehen kannst, dass du deinen Kopf ausschaltest, das ist ganz, ganz wichtig. Also du wirst hier zusammenkommen, also ich sehe hier dieses Zusammenkommen und es wird auch dein Leben wirklich ein Stück weit verändern. Vielleicht wird es auch nur ein Treffen sein, wo man wirklich gar nicht so über die Beziehung redet, sondern einfach diese Liebe einfach auch mal fließen lässt. So, in der Partnerschaft, also das wird noch nicht direkt in eine feste Partnerschaft gehen, das steht auch hier im Kopf. Also innerhalb 3 Monate, es muss erst etwas, also verändert werden, in Transformation gebracht werden, ehe das auch weitergeht. Also mach dir nicht so viele Gedanken. Also es entwickelt sich, das kommt schon in Gleichgewicht. Freue dich darüber. So, das war jetzt hier eine kurze Legung und ich zähle jetzt auch die Karten hier aus. Ich werde jetzt auch die nächste Zeit mehr Livestream für euch machen. Ich hoffe, das hat euch doch auch so gut gefallen. Da werde ich das auch die Legung auch in meinem neuen Raum, also für dich vornehmen. Und dann hast du auch die Möglichkeit, mich mal kurz zu sehen. Und da freue ich mich auf jeden Fall darauf, ja? So. Mit der Liebe, wie geht es weiter mit euren Zusammenkommen? Welche Reisen finden ihr oder Treffen finden ihr statt? Und ja, was wird auf jeden Fall jetzt hier transformiert? Also für dein Gegenüber kommen hier 2 Karten. Also es kommst du, dass es etwas ins Gleichgewicht gebracht wird. Also der sieht dich als gute Dame, wird was in Gleichgewicht gebracht. Also es wird transformiert. Also mit der Kommunikation wird sich etwas verändern. Also in der Schreibweise vielleicht wird auf dich zukommen. So, hier also die Reisen. Also es wird offiziell, also in der Öffentlichkeit, eventuell trifft ihr euch zum Kaffee oder zum Besprechen. Also offiziell bekommst du auch eine Einladung jetzt hier für diesen Neuanfang. Also in der Partnerschaft, das kommt auf dich zu. Also es gibt eine Veränderung, was diese Partnerschaft anbelangt. Also du als Geliebte, also kommst du hier schon, dass du in der Stabilität kommst. Er als Liebhaber oder Verliebter, also wird von großem Glück begleitet. Und hier für das Zusammenkommen, also da steht, die Verlustkarte steht Kopf, also dass es im Verlust geht, das geht verloren. Also es wird nicht im Verlust gehen, brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Also du wirst auch jetzt nicht hier irgendwie, der wird sich auch nicht aus diesem Zusammentreffen auch nicht rausschleichen. Also das ist durchaus positiv. Diese Verlustängste bei dir eventuell gehen dadurch mehr im Verlust. Also in Vergangenheit, also die lösen sich auf und das ist doch durchaus positiv. Ja, ich überlege gerade, wie kann ich das noch wunderbar ergänzen hier für dich. Also ich ziehe hier 2 Karten, eine ziehe ich für dich. Es kamen 2, also die Überfülle.
eine große Liebe steht vor der Tür, lass sie herein und die Freundschaft, pflege die Bande der Freundschaft. Und jetzt ziehe ich eine Karte für ihn. Und für ihn kommt die Karte Neuanfang. Lebe deine Träume voller Leidenschaft. Ein neues Abenteuer erwartet dich. Empfange es mit offenen Armen. Also was jetzt hier als letzte Karte im Deck ist, folge der Stimme deines Herzens. Wenn du aus dieser Welt gehst, kannst du nichts mitnehmen, nur deine Seele. Also für ihn kommt das Neuanfang, für dich kommt die Überfülle, bleibe halt immer freundschaftlich gesinnt für deinen Gegenüber, dass diese freundschaftliche Verbindung da ist, auch in der Partnerschaft ist es wichtig, immer diese Freundschaft zu pflegen. So, das war die Legung heute für den 23. Mai an dem heutigen Portaltag. Ich biete auch heute und morgen an den Portaltagen jeweils eine Energiebegleitung, eine Energieübertragung am Abend an. Und das wird von 21 Uhr bis 21.30 Uhr stattfinden mit Reiki Großgrade und Lichtgrade, also an zwei Tagen. Das sollte für dich und für dein Gegenüber so einen, etwas Schönes mit auf den Weg geben, damit auch wirklich dieser Prozess, den ihr geht, so ein bisschen beschleunigt wird, energetisch aufgeladen wird. Also das ist immer gut, wenn man also diese Energiearbeit auch an sich selber erfährt. Also da kommt man mehr ins Vertrauen, mehr ins Ruhe und überhaupt, also du fühlst dich viel energievoller, hast du mehr Freude, mehr Begeisterung, mehr Leichtigkeit, mehr Liebe kannst du in dir spüren und natürlich das auch dein Gegenüber. Und das wunderbar jetzt vor dem Wochenende. Und also ich mache jetzt für die beiden Tage gemeinsam mit deinem Gegenüber, kannst du das bei mir, die Energiearbeit buchen für 90 Euro. Also für euch beide und für dein Gegenüber. Und das sind dann viermal eine halbe Stunde. Und das sind dann zwei Stunden Reiki mit Großgrade und Lichtgrade. Also von da aus, das ist doch wirklich ein Geschenk, so gesehen für euch beide und das vom Wochenende, damit sich auch etwas bei euch beiden auch vielleicht entwickeln kann, dass es auch so ein bisschen beschleunigt wird. Natürlich könnt ihr auch den Monatsangebot in Anspruch nehmen, noch für den Mai. Das war mit der Energiearbeit auch an vier Tagen. Also auch heile deinen Seelenpartner, Dualseelenprozess, war für dich, für dein Gegenüber und natürlich auch für eure Beziehung an vier Tagen. Also das ist dann doppelt so lange wie jetzt das für den Portal. Also kannst du auch gerne daran teilnehmen, wenn du das in Anspruch nehmen möchtest. Und alles findest du in meinem Shop hier unter dem Video. Also in der Infobox auch den Kontakt zu mir, also den Zugang. Und natürlich auch auf meiner Webseite findest du auch die Termine, wann die nächsten Ausbildungen bei mir stattfinden. Unter Aktuelles findest du auch immer wieder die Tagesbotschaften, die Tageskarten, positive Affirmationen. Und natürlich auch in meinem Shop findest du die aktuellen Angebote. So, für den Portaltag werde ich das jetzt nicht reinsetzen lassen. Das kannst du dir hier im Orakel merken. Also das sind zwei Tage mit Reiki Großgrade und Lichtgrade am Abend von 21 Euro bis 21.30 Uhr mit Reiki Groß und Lichtgrade. Sehr hochschwingend, sehr energetisch. So, ich hoffe, das hat dir gefallen. Wenn das der Fall war, freue ich mich über ein Like. Natürlich freue ich mich umso mehr, wenn du meinen Kanal abonnierst. Klicke rechts unter dem Video auf den Button abonnieren und klicke nochmal auf die Glocke, damit du benachrichtigt wirst, wenn es etwas Neues von Kanal Reika gibt. Ich sende dir ganz viel Licht und Liebe und Frieden aus meinem Herzen heraus und sage bis bald. Namaste, deine Valeria.